Und das wäre ein super GAU. Ist mir egal. Okay. Na Robin, wie geht's dir? Super gut, super gut. Weißt du, wir hatten eben so eine schöne Aufnahme. Ich habe dich richtig zur Sau gemacht, weil du eine größere Wohnung willst. Ich habe mich auch gerade schon irgendwie völlig geändert für dich und dachte mir, nee, jetzt, wenn ich so öffentlich bloßgestellt werde hier im Podcast, jetzt bin ich einfach ein... Ach, du hast dir heimlich das Kabel gezogen, weil ich dich so genatzt habe. Es ist, wie es ist. Ich habe hier geheult gerade, ja. Wir haben hier echt uns die Köpfe eingeschlagen und ich habe mich gerade als transphob geoutet. Auch das noch stimmt. Alles umsonst. Jetzt können wir uns völlig neu erfinden hier im zweiten Teil. Bevor ich den ersten Teil des Podcasts... Wir haben gerade einen Aufwärm-Podcast gemacht, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, es kann durchaus sein, dass diese jetzige Ausgabe nicht eine Stunde lang wird. Mal gucken, liebe Leute. Ihr müsst darunter jetzt leiden. Ja, wir hatten wieder so eine gute Aufnahme und dann hat natürlich das Mikrofon irgendwie wieder einen Hänger gehabt. Vielleicht wird das Kabel auch langsam brüchig. Das Mikro hat so einen, wie kann man das sagen, Content-Regler. Wenn es zu gut ist... Ja. Wenn es durch die Decke gehen könnte, dann geht es einfach aus. Wenn das Mikrofon weiß, nee, ist gerade einfach zu gut. So gut dürfen die nicht sein, dann geht's aus. Mir ist es wirklich am schadesten einfach um diese Ausgangsdiskussion klingt zu mächtig, ja. Aber wir haben ja wirklich philosophisch hier darüber geredet, was bei dir schief läuft. Genau. Weil du immer mehr willst, immer mehr und am Ende in Putins goldenem Schloss wohnen willst. Erstmal deine Philosophie, also deine Ansicht. Meine Philosophie ist einfach nur, dass ich ja noch nie irgendwie was Riesiges haben wollte. Ja, weder in der Hose noch als Haus. Ich wollte halt noch nie eine Villa oder sowas haben, aber eine coole große Wohnung, wo man wie viel Platz hat und ein paar mehr Räume hat, das fand ich schon immer geil. Und ich bin ja quasi von WG-Zimmer zu WG-Zimmer getingelt, immer ein bisschen größer. Dann eine Einraumwohnung, jetzt eine Zweiraumwohnung mit meinem Partner und so. Und jetzt merken wir halt, wir hätten es gerne noch mal ein bisschen größer, weil wir jetzt auch Katzen haben und das die einen Rappel kriegen und so. Das ist ein Slippery Slope, es hört nie auf. Es wird aufhören, natürlich. Ich gebe da Brief und Siegel, ich werde niemals in einem Putin-Anwesen leben. Außer ich gewinne im Lotto und verdiene 20 Millionen. Aber warum solltest du das denn dann... Genau das meine ich. Du, jetzt mal angenommen, du spielst Lotto, gewinnst im Lotto und gewinnst eine Million und dann sagst du dir auf einmal, ja, jetzt will ich halt so ein großes Haus. Aber das ist doch Genügsamkeit, weißt du? Und das haben wir vorhin, vielleicht gehen wir in diese Richtung mehr, weil das haben wir dann nicht so mehr ausgeführt, weil wir uns da 20 Minuten schon Schädel eingeschlagen haben. Aber von dem Geld lieber Erfahrungen kaufen als... Materialwerte, sag ich mal. Aber es ist auch eine Erfahrung, in einem XXL-Bett aufzuwachen. Und ja, das hast du da eben auch schon gesagt, aber das ist doch lieber von dem, weißt du, eine fette Reise machen oder so und dann hast du diese Erfahrungen gesammelt. Aber das bin ich halt nicht, ich bin kein Reiser. Ja, das ist schlecht. Ich bin der gemütliche Typ, ich bin gern zu Hause, ich will in der Badewanne sitzen, Chips essen, Podcast hören, ich will Katzen haben und so mit den Kuscheln und ab und zu mal Party machen und ins Theater gehen. Mehr will ich gar nicht. Das kannst du doch auch im Tiny House. Und ein bisschen Tindern und Bumblen, das mehr will ich gar nicht. Kannst du auch im Tiny House. Kannst du kein einladen, wenn du ein Tiny House hast hier. Klar. Da wird alles zusammengeklappt, japanischer Haushalt. Es ist ja gar nicht. Geht das Bett an die Decke und tschick, tschick, tschick. Und ich hab's durchgerechnet. Eine Million Euro ist für mich, will ich gar nicht erst haben, ist mir zu wenig. weil ich habe ausgerechnet, wenn du halt, ich hole mal ganz kurz den Rechner hier raus, den Taschenrechner, ja. Ups, wenn du eine Million Euro gewinnst im Lotto zum Beispiel, oder keine Ahnung, und du holst dir jetzt eine Villa, dann ist das Geld ja schon quasi weg. Quasi, ja. Du hast auch noch Haltungskosten und so, musst auch Leute bezahlen. Das willst du doch noch eine Drecksvilla. Stell mal vor, ich wollte immer... Putzen. Guck mal, wenn ich eine Million gewinnen würde, ja, ich würde mir eine Wohnung holen für 2000 Euro Miete ungefähr im Monat, ja. Das ist doch völlig ausreichend. Weil das sind im Jahr 24.000 Euro. Und wenn ich noch mit ein bisschen Glück noch mal so 60 Jahre lebe, dann sind es schon 1,4 Millionen, weißt du? Und das ist auch kacke. Also deswegen einfach eine große Wohnung nehmen und das dann auf Mietkonto einzahlen. Dann hast du halt eine schöne Wohnung und zahlst so deine 2000 Euro. Für 1,4 Millionen kannst du ja eine Wohnung kaufen. Das kann man auch machen von mir aus, ja. Also die Miete wird nicht konstant bleiben, das kann ich dir sagen, in den 60 Jahren. Ja, aber wenn du halt Eigentümer bist, dann musst du dich auch um so viel Scheiß kümmern. Und ich will einfach eine Ruhe haben, weißt du, ich will von meinem Geld Ruhe kaufen. Ich will nicht verreisen, ich will nicht hier nach Japan fliegen und skaten. Ich möchte meine Ruhe haben.
Ich will Leute haben, die mich bekochen. Ich glaube, dein Problem ist, dass du nicht skaten willst. Ja, das ist meine Urangst. Nee, und ich will ja einfach jemand, der für mich kocht. Ich will jemand, der meine Wohnung putzt. Der für mich kocht. Ja, oder, du kannst doch stattdessen auch Pizza bestellen, du brauchst doch nie. Aber nicht mehr. Jeden Tag. Ich will auch mal was Geiles essen. Bestellst du halt Burger oder was weiß ich, was es noch so gibt. Nee, ich glaube, dass jemand mir einfach mal so ein Gemüsecurry kocht oder so. Macht mein Freund auch, aber ich meine nur, wenn ich das Geld hätte, würde ich es lieber investieren in irgendwie Personal und in Leibeigenschaft. Ja, von mir aus. Ich würde die auch gut bezahlen. Tino, der gelebte Kapitalist. Nein, ich würde die auch gut bezahlen. Ich würde dir auch echt sagen, hier zu Putzkraft zum Beispiel sagt, irgendwie. Weißt du was? Was verdienst du gerade woanders? Sag dir eine Zahl, sag, okay, bei mir kriegst du das Doppelte, aber musst nur bei mir putzen. Ich würde das voll cool machen. Ich würde ganz viel spenden auch und investieren in welche Jugendeinrichtungen. Da bleibt nicht viel übrig, wenn du das Doppelte an die bezahlst und dann noch ganz viel spendest. Ja, aber so wäre ich halt. Und dann noch die Wohnung. Halt, ich will ja jetzt, wie gesagt, keine 1000 Autos haben, ich will gar kein Auto haben. Mir reicht ein Vorwerkstaubsauger und eine große Wohnung. Wie gesagt, mein Vorwerkstaubsauger, mein teuerster Besitz, den habe ich von Oma geschenkt bekommen, weil die Vertreterin ist ja auch okay. Und der hält mein ganzes Leben lang. Ist ja auch voll okay. Ja. Aber was ist meine Philosophie? Kaufst du billig, kaufst du teuer. Kaufst du doppelt. Kann man sagen, ja. Ja, wie dem auch sei, Leute. Saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Rasierapparat und... und Trangiergerät. Tonaufnahmegerät, welches immer nicht funktioniert, weil es Kabel locker ist. Aber weiß ich nicht. Ah, schön, dass ihr da seid. Vielleicht fangen wir diesmal mit anderen Themen an, die wir jetzt eben noch nicht hatten. Oder steigen halt bei der Sonntagsfrage ein, wo wir eigentlich gerade waren. Stimmt. Wo du dann gemerkt hast, huch, irgendwas ist ja falsch, irgendwie spüre ich, dass ja. Ich gerade nicht aufgenommen. YouTuber merken das ja auch, wenn sie gerade nicht gefilmt werden, dann haben sie einen inneren Instinkt. Das ist einfach dann so unangenehm. Ja, genau. Oh, die Kamera, die auf mich gerichtet ist. Zack, bist du stumm geworden. Man dachte, es lohnt sich nicht zu reden. Hey, ich will bezahlt werden für meine Dienstleistung, die ich hier erbringe. Eben. Und jedenfalls nach den, also ich habe auch jetzt nicht viel AfD heute, keine Angst, aber ganz kurz, es kann jetzt die Sonntagsfrage ersten, hat auch nicht so viel AfD, zumindest genau. Weniger als die letzten Sonntage. Es gab jedenfalls nach diesen Korrektivrecherchen die ersten Sonntagsumfragen, wo die AfD verloren hat. Alle haben verloren, außer Grüne und SPD, die haben so 1-2% zugelegt und Bündnis Sarah Wagenknecht ist bei 5% im Stand, die Linke würde rausfliegen. AfD bei 19% immer noch stabil und viel, aber sie nehmen wenigstens ab. Die FDP hat auch nur 4%, das erwähnst du nicht. Was hast du auch da? Die fliegen raus. Das heißt halt, der Bundestag würde jetzt nur bestehen aus SPD, Union, Grüne, AfD und Wagenknecht. Das ist schon traurig. Aber 5% Wagenknecht, muss ich sagen, finde ich fast ein bisschen wenig. Reicht, finde ich. Also klar, aus dem Stand raus, ne, aber dafür, dass teilweise Prognosen vorher was von 15-20% gesagt wird, das ist natürlich utopisch, ist mir schon klar, aber dass es dann bei 5% vielleicht endet, wir werden sehen, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Und die können wachsen, also ich glaube, die werden auch tendenziell mehr werden. Und ich finde, ihr Bündnis ist jetzt auch nicht ganz schlecht. Ich würde die niemals wählen und finde die auch nicht so besonders gut, aber ich würde die eher tolerieren als die AfD. Ja, wow. Ja. Ja, da ist schon auch nochmal ein Unterschied dazwischen. Hot Take, ne? Aber so ist das. Ja, also die CDU hat immer noch viel zu viel, muss ich sagen, wenn ich diesen fetten Balken von hier aus da sehe. Ist halt eine Bank, 30%, klar. Aber das Problem ist halt, wenn CDU weggeht, gehen die auch eher zur AfD wahrscheinlich, ne? Na, CDU haben ja auch ganz viele so Letztwähler, weißt du? Das sind ja auch viele Leute, die halt zum letzten Mal zur Wahl gehen werden, ganz viele alte Menschen. Ja. Und ich habe hier mal im Altenheim kurz gejobbt, vorübergehend zwischen Studium und Arbeit hatte ich ja kurz einen Job gebraucht, dem Job. Jedenfalls, da habe ich mit vielen gesprochen, auch über die Wahl, weil auch gerade Wahl war. Und die meinten halt, dass sie halt schon nur die CDU gewählt haben. Und wenn die alle wegsterben, dann gehen die alle wahrscheinlich dann, also dann werden die richtig abkacken, die CDU. Oder auch die CSU, ne? Man hofft's, aber ich sehe es immer noch nicht. Tut mir leid. Und auch spannend über die Korrektivrecherchen, die AfD-Chefin Christine Brinker wurde befragt, warum sie denn bei dem Treffen mit Rechtsextremen war. Und ihre Antwort war, weil die Terrassen da so schön aber sind. Aber Moment, Tino. Bist du sicher, dass das so ist und dass das nicht ein Meme-Zusammenschnitt ist? Nicht, dass du hier... Ich habe das Video gesehen, aber also... Es wurde diskutiert in meiner Bubble und da hieß es irgendwie, das wurde lächerlichste Ausrede dafür. Ja, also nicht, dass da man einem Trugschluss erlegen ist. Ich das jetzt einen Fehler gemacht habe, das kann sein. Aber irgendwie haben die in den Kommentaren geschrieben, dass es lächerlich ist. Ja, aber, also, ne, ich weiß es auch nicht 100%, aber das war ja auf so einem Meme-Account, oder nicht? Ja, weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Wie heißt die Frau? Christine Brinker. Mach mal den Faktencheck. Brinker? Saal verlassen.
Nee, war der Saal verlassen? Die verlassen den Saal, weil sie gesprochen hat, genau. Aber ist das das, wo sie redet? Nee, das ist nicht das. Nee, das ist das Treffen Rechtsextremen oder so, kannst du gleich googeln. Trinker Balkon. Terrasse, glaube ich, sagt es eigentlich. Terrasse. Ja, also. Ach, du guckst bei YouTube, ist bei Google. Naja, ich will ja das Original sehen. Darum geht's. So. Den Kontext vom Original. Also Terrasse, da kommt gar nichts. Christine Prinker, Terrasse. Mal gucken. Hier steht Landeschefin der AfD Berlin, voll ausgerechnet nach Neonazi-Treffen. Also es wirkt schon so, als wäre es das gewesen. Distanzieren Sie sich im Treffen? Wir machen hier noch Live-Faktencheck, Leute. Ne? Ja, das für euch. Und wir lassen uns hier nicht von Fake News unterkriegen. Nee, also ich habe... Also klar, aber ich hätte jetzt noch mal mehr recherchieren können, aber es wirkt in den Kommentaren halt so, als wäre das schon lächerlich Ausrede. Und Schlagzeile von der Taz auch spricht dem gerade dafür, dass es eine volle Ausrede war. Hm. Wo ist das? Ich rate dich. Berlin Taz, keine Ausrede verlegen. Sei geschockt gewesen. Ja, du kannst doch auf der Seite suchen nach Terrasse oder Balkon, aber also deswegen glaube ich halt auch, dass das so als Gag zusammengeschnitten wurde, weil sie andere faule Ausreden nimmt. Und dann so, ja, der Balkon. Also das ist doch nicht, das kann er nicht irren. Um Ausreden ist Berlins AfD-Chefin Christine Brinker nicht verlegen. Der Ausblick von der Dachterrasse sei doch so großartig und überhaupt sei sie ja direkt nach der Buchvorstellung gegangen und geschockt gewesen über das Publikum, sagte Brinker. Weil ja auch dieser Martin Sellner da war, der sein Buch vorgestellt hat. Das ist schon, es ist schon so gemeint. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber ist so. Das ist so absurd dumm, das ist ja unter Trump-Geschwalle, also natürlich nicht in Sache von wie krass das ist, sondern wie braindead das ist. Sag ich doch, das ist einfach nur, die versuchen jetzt einfach alles zu erzählen, ne? Dass sie alle Gründe hatten, dahin zu gehen, außerhalb mit den Nazis zu kooperieren. Okay, cool. Genau. Die Welt geht vor die Hunde. Ja, finde ich witzig. Das ist halt echt so Trump-Niveau, ne? Wobei der inzwischen ehrlich ist, der ist ja jetzt irgendwie, der leugnet ja von seinen Sachen inzwischen wenig. Er geht ja so auf die Strategie von wegen, es läuft noch, auf die Strategie von wegen, ich darf das. Ich habe nur irgendwelche Lücken ausgenutzt und so und macht doch eure Gesetze besser. Ja, finde ich ganz spannend. Der darf alles. Dann kommen wir einfach mal in diesen Floor. Ich glaube, für die Zuhörer war vielleicht der erste Podcast besser, aber wir ziehen das Pferd jetzt von hinten auf. Wir reden jetzt erst über diese langweiligen AfD-Trump-Politik-Scheiß-Themen, aber die sind schon auch brisant. Da möchte ich drauf eingehen und dann kommen wir zu, hahaha, guck mal, was da passiert ist. Und da ist eine Influencerin, die filmt ihren Muff. Habe ich wieder völlig vergessen. Ja. Kommen wir gleich noch zu. Aber die in Amerika wird nämlich gerade, du hast es ja schon rausgesucht, ein heftiger Kampf gefochten. Taylor Swift versus Democracy. Aber eigentlich auch nicht. Nee, im Gegenteil. Weil was hat sie gemacht? Gar nichts. Sie hat gar nichts. Sie hat irgendwie vor ein paar Monaten mal dazu aufgerufen, dass man doch bitte sich registrieren muss zum Voten. Das geht gar nicht für die Demokratie. Was erstmal schon ein dummes System ist. Ja. Aber sie hat halt einfach nur aufgerufen, ey, registriert euch mal, weil ja, voten ist wichtig. So. Mhm. Das ist ein großer Skandal. Und jetzt, also es ist so absurd, ich kriege das gar nicht zusammengebastelt, was passiert ist. Weil halt eben nichts passiert ist. Also sie ist erstens zusammen mit irgendeinem NFL-Star, der auch nicht so einen guten Ruf hat bei den Konservativen. Und dann hat irgendjemand einfach nur einen Tweet abgesetzt und meinte, ey, jetzt mal gucken, ob es vielleicht nicht so passiert, dass der Super Bowl von dem gewonnen wird, von dem Team, wo ihr Freund mit drin ist, damit sie dann diese Bühne nutzen kann, um dann Joe Biden zu endorsen. So. Also es war nur ein Tweet mit so einer Theorie, dass das ganze NFL-Game gerickt ist, damit Taylor Swift, der größte Star unserer Zeit aktuell, auf die Bühne gehen kann und sagt, wählt Joe Biden. Ja, dafür. Also brauchten die unbedingt auch diesen Wettbewerb, ne? Ja. Es geht gar nicht anders, sonst kann Taylor Swift sich ja überhaupt nicht äußern. Die hat überhaupt keine Bühne, die Frau. Nee, gar nicht. So, und aufgrund dieses Tweets ist ein Krieg entstanden, die ganze Woche über, wirklich jedes einzelne fucking News Network, Fox News, diese ganzen Newsmax und so, diese ganzen konservativen, rechten Blödel-Hannes-Vereine, die haben sich alle darauf eingeschworen,
ja, Taylor Swift, oh, die soll ja rausgehen aus der Politik und wenn das, was sie da vorhat und so. Und die hat nichts gemacht. Mhm. Es ist so absurd, Alter. Die hat nichts gemacht. Ja, du hast sich schon auch geäußert gegen Trump. Also da gibt's schon sie hat, so. Ja, die hat auch Joe Biden vor 4 Jahren endorsed, klar, aber sie hat noch nichts gemacht. Ja. Und die behandeln das gerade, als wäre das irgendwie ein Fakt. Das ist ganz, ganz absurd. Ja, die haben halt Angst, die Konservativen, ne, vor Taylor Swift, weil die auch gerade das Sprachrohr der jungen Generation ist und ja auch ganz, ganz viele auch durch sie gewählt haben tatsächlich. Und das haben ja auch viele gesagt. Ja, aber da weißt du doch, gegen wen du da antrittst, wenn die sagen, dass das was Schlechtes ist, wenn möglichst viele Leute wählen. Eben, aber das wollen ja die Konservativen, ne? Die wollen ja eine geringe Wahlbeteiligung haben, damit dann die ganzen dummen Leute zur Wahl gehen, ne? Weil die unbedingt Trump haben wollen. Und ich glaube, dass die Verdrossenen eher weniger Trump wählen würden. Ich glaube, dass die Verdrossenen vernünftig sind, aber sich denken, es klappt doch schon, wenn ich nicht zur Wahl gehe, geht schon alles gut. Und die wollen die auch von den Wahlurnen fernhalten. Und das Magazin, das ich aufgeschlagen habe, schreibt, dass Taylor Swift wohl ein Fünftel der US-Wählerinnen beeinflussen könnte. Ein Fünftel ist ja schon relativ viel. Das sind halt auch alles nur Theorien. Also ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass die so viel da reinreißt. Ja, also neue Leute vielleicht, okay, aber die wird jetzt nicht jemanden überzeugen dadurch, dass sie sagt, nimm dir Joe Biden. Also jemand, der eh wählen geht. Aber es reicht ja auch, die nicht wählenden ranzuholen. Ich glaube halt eher, dass die Leute verlieren, dadurch, dass sie immer mehr absurder abdriften. Also wenn die jetzt Taylor Swift kritisieren, die halt einfach ein Superstar ist, der von vielen geliebt wird und die sagen, hier, die Schlampe, die soll hier ja keinen Maul aufreißen und so, dann sagen sich doch eher Leute, hey, Alter, also die Normies vor allem, ne? Nicht die krassen Trump-Supporter, sondern die Normies, die springen doch da ab. Oder einen Beitrag habe ich auch gesehen, wo dann halt gegen NFL, gegen fucking Football, was der beliebteste Sport aller Zeiten ist in Amerika, wenn die sagen, ja, das ist eh nur für dumme kleine Jungs und so, sowas habe ich gesehen bei Fox News. Also so verlierst du doch eher die Normie-Leute, als dass du irgendwie eine neue fürchten musst, die durch Taylor Swift kommen. Ich will jetzt diesen Zusammenschnitt nochmal... Ja, ja, hast du mir geschickt. Der ist nämlich auch viral gegangen, der ist halt hier in das Video mit reingeschnitten. Das war auch ursprünglich ein Twitter-Zusammenschnitt, wie halt die Leute das alles thematisieren, so diese ganze Woche. Und es ist wirklich so absurd... Wo ist denn dieser Zusammenschnitt? Hier irgendwo. So absurd, was die halt rannehmen, um über sie zu reden. Taylor Swift ist ja, kennt ihr ja alle, ne? Das ist eine nette Dame, die Musik macht. Country, Popmusik macht. Ja. So, jetzt, es ist jetzt nur Audio, aber ich denke mal, man gettet den Gist of it. Ohne Video, oder? For now, she shouldn't be liberal, she should be a total conservative, given everything. The Pentagon PSYOP unit pitched NATO on turning Taylor Swift into an asset. Yesterday, she flew private from New York City to Baltimore. Yet she constantly talks about climate change, so... Just please don't believe everything Taylor Swift says. We're all begging you. Das ist auch schon wieder ein richtig beschissenes Argument, Alter. Ich glaube doch überhaupt nicht daran, dass CO2 irgendwas mit dem Klimawandel zu tun hat, die Konservativen. Aber jetzt tun sie so, als ja, Taylor genau. Swift und jetzt wird's gedreht. Ja, jetzt wird's gedreht. Bitte glaubt nicht, was Taylor Swift sagt. Und vor allem bei Kanye West haben sie sowas auch nie gesagt. Soll sie sich mal zurückhalten und so Musik machen? Nee, ach, der hat eine Haltung hier, der Kanye. Ne? Von dem gab es auch ein geiles Video. Da wurde eine Reporterin, glaube ich, ist auf ihn zugegangen, hat gesagt... hat deine Frau keinen freien Willen und du hältst die gefangen oder so und er nimmt die halt so richtig casual das Handy einfach aus der Hand und dann ist sie total entsetzt und er scoldet sie so richtig irgendwie 5 Minuten lang redet er auf sie ein, was fällt dir ein hier, ich laufe hier einfach nur rum, er hat noch eine Sturmmaske auf, eigentlich so, er ist inkognito, sag ich mal, ja. Und am Ende steht halt ein Polizist daneben, macht nichts, weil er sieht, ah, okay, Kanye, okay, macht sein Ding. Und er gibt dann das Handy wieder zurück. Also da muss ich sagen, es war schon ziemlich witzig. Klar, es ist Punkte witzig. Für Kanye. Ich spiele das mal noch fertig ab hier. Der Supercut Taylor Swift im Kreuzfeuer. Just stick to her singing and let her love life be what it is. The New York Times just speculated she's a lesbian. A new poll shows 18% of voters are likely to vote for whichever candidate Taylor Swift endorses. Uh-oh. Biden effectively has Taylor Swift as his VP. A single post of hers led to 35,000 new registrants. That's arguably more power than the president. She's sharing links. And her boyfriend, Travis Kelce, sponsored by Pfizer. What's her stance on policy? Economic policy, foreign policy? I don't think that'll be... Das sind alles so beschissene Argumente, Alter. Haben die gerade echt gesagt,
es waren ungefähr so viele Menschen, die Taylor Swift zur Wahlurne gebracht hat, ja, der mir mehr macht als der Präsident. Ja. Demokratie, du... Oh, Alter, nee, vor allem, weil, also... Es ist so lächerlich. Dieses Letzte jetzt nochmal. Was ist dein Stance on Foreign Policy? Man endorst doch, wenn dann jemanden, weil man sich sagt, die Person macht es richtig und wenn man das besser könnte, würde man selber antreten, sozusagen, weißt du? Das ist ja auch so ein dummes Argument. Das ist ja alles nur ad hominem. Ich will jetzt auch gar nicht Taylor Swift verteidigen, die ist mir scheißegal, aber das ist so absurd. Und wie sich da die ganze Woche aufgrund von einem Tweet, der so ein ins Blaue rein, na, was wäre, wenn hier und so. Das ist so absurd, Alter. Ja, du merkst schon, dass sie Angst haben. Ne? Gerade auch die jungen Leute wählen, glaube ich, eher Biden als Trump. Natürlich nicht alle jetzt, ist auch keine krasse irgendwie Tendenz. Aber eine Tendenz, glaube ich schon, dass die Taylor Swift-Fans eher halt Biden wählen würden. Da haben die halt riesen Schiss gerade. Ja. Die Repis. Und letztes aus dem Trump-Segment, sein werter Anwalt verklagt ihn jetzt zurück. Rudy Giuliani, denn da sind noch ganz viele Rechnungen offen. Wer hätte das gedacht? Also tatsächliche Geldrechnungen sind da offen. Aber er muss doch in Knast landen jetzt, Trump, demnächst mal. Da hat er so viele auch Fälle verloren. Ich habe da keine Hoffnung. Wir werden sehen. Was wir auch sehen werden, ist The Rock bei WrestleMania. Aber geil. Ohne Scheiß. Auch nochmal eine USA-News. Na, The Rock kam jetzt überraschend zurück. Ganz kurz im Background. Es war jetzt gerade Royal Rumble. Ne, das ist, wo 30 Menschen im Ring stehen und sich rausschmeißen müssen. Der, jetzt übrig bleibt, der darf halt bei WrestleMania den Champion herausfordern oder einen der Champions herausfordern. Ja, Royal Rumble hatte übrigens Vince McMahon auch in seinem Bauch, bevor er den Durchfall abgelassen hat. Ist so, ist aber mal ein Thema, was wir aber schon letzte Woche besprochen haben, dass Vince McMahon einfach ein Drecksack ist, was nichts Neues war. Jedenfalls hat Cody Rhodes das gewonnen, ne? Der Sohn von Dusty Rhodes. Also ein sehr großer Wrestler gewesen, er selber auch, hat letztes Jahr schon gewonnen und hat gegen Roman Reigns verloren, gegen den Champion, und wollte jetzt quasi nochmal gegen Roman Reigns antreten. Und jetzt gab es halt eine Smackdown-Show, wo Cody Rhodes Roman Reigns so adressiert hat, so meinte irgendwie, ich muss die Geschichte zu Ende erzählen, ich will dich unbedingt besiegen, aber es gibt jemanden, der dich noch viel dringender besiegen will. Und dann kam The Rock raus. Ne? Der große US-Star, ehemaliger Profi-Wrestler, und wird wohl Roman Reigns herausfordern um den Champion bei WrestleMania. Geil. Was ich an sich cool finde, aber er wird nicht Champion werden, weil Roman Reigns war jetzt tausende Tage echt Champion und er kann nicht von irgendeinem Hollywood-Star gestürzt werden, das wäre echt eine dumme Geschichte. Und Cody Rhodes wird den anderen Champion Seth Rollins herausfordern. Also das ist ganz spannend, The Rock ist zurück beim Wrestling und ich bin gespannt, ob er es noch drauf hat. Ob er den People's Elbow noch kann und den Rock Bottom. Eigentlich total schwache Moves, aber sahen bei ihm immer gut aus. Seine Schauspielkarriere leidet gerade ein bisschen, deswegen geht er zurück. Woher gekommen ist. Der wird doch genug Geld verdient haben. Du musst dich doch nicht jetzt bei Wrestling da irgendwie einschmuggeln, um Geld zu verdienen. Nee, darum geht's ja nicht. Aber sein Standing hat einfach gelitten. The Rock ist nicht mehr so Everybody's Darling. Ach, schade. Der spielt halt immer wieder sich selbst. Na, er ist halt der amerikanische Til Schweiger, kann man sagen. Ein bisschen, ja. Vom Spiel her. Tino, wir haben eben über die State of Play geredet und dir ist natürlich alles hängen geblieben, was ich alles erzählt habe. Erzähl alles. Doch mal. Oh nein. Oh, ich weiß, dass sie irgendwie Dragon Sock mal 2 Metal. Hier, es gibt hier ein Metal, Gear Solid Produzenten. Ja. Aus Japan. Ja. Und der hat seine Marke verloren, die Rechte an seinem alten Spiel. Das ist richtig. Und macht jetzt selber Spiele, wo er Produzent ist. Designer ist, ja. Regisseur ist, keine Ahnung. Ja. Und Verkäufer und auch Hauptfigur und auch die Disc selber auch ist. Ne? Also kommt jetzt in jeden Haushalt und kriegt kurz in die Playstation rein und ist dann das Spiel. Ja. Und bringt jetzt halt ein anderes Spionagespiel raus. Also es ist nichts weiter bekannt, außer er sagt, er macht nochmal ein Spionagespiel, genau. Und das war jetzt irgendwie Kreiswichsen und hat 90% der Show eingenommen. 50%, aber ja. Es war trotzdem ein schönes Event, ne? Die State of Play ist so die Sonys Antwort auf Nintendo Direct. Genau. Neue Spiele, neue Trailer, neue alles. Und die Hälfte war halt Kojima und Kojima ist halt langsam so ein bisschen. Ja, da wird halt rumgereicht as fuck so. Er ist halt der Held der Spieleszene. So, ach, da ist der weirde Kojima, das ist auch bei den Game Awards immer so. Hat Metal Gear Solid erfunden, bitte. Ja. Also. Der hat sich bitte. Das auch verdient. Nur, ich finde halt, seit 2008, Metal Gear Solid 4 hat er nicht... keine guten Spiele mehr raus, ne? Naja, keine mega guten Spiele. Keine mega gute die sind Spiele. Alle gut, aber die catchen mich nicht so. Beziehungsweise so viel kam da auch gar nicht. Tatsächlich, da kam Metal Gear Solid 5, da kam Death Stranding 1. Death Stranding 2 wurde jetzt auch gezeigt. Wie ich erwähnt habe, so richtig weirde Scheiße, so eine Stop-Motion-Figur.
so eine kleine Puppe, die er da, eine sprechende kleine Puppe, die sich einfach Stop-Motion bewegt. Das ergibt keinen Sinn, weil Stop-Motion musst du in einem Videospiel nicht machen. Du musst vieles nicht machen. Ja, so, aber er macht es halt. Und deswegen habe ich die These geäußert, dass das für ihn eigentlich vielleicht gut war, als er noch sein überliegendes Studio hatte, Konami, das ihn so ein bisschen zurückgehalten hat. Hm. Und jetzt macht er 100% sein eigenes Ding. Und es ist mir eine Spur zu drüber. Aber ja, ich bin weiterhin gespannt. Quasi war sein Studio früher, was dein Mikrofon war, ja, hat ihn so in seinen Schranken eingewiesen. Und bitte nicht zu krass, nicht zu genau übertrieben. Und ich habe an der Stelle im letzten Podcast, den ihr nicht hören könnt, gebeichtet, dass ich gerade Hogwarts Legacy angefangen habe zu spielen. Ja. Ich habe schon eine Weile rumliegen bei mir zu Hause, habe es nicht gespielt, weil ich kam nicht dazu. Jetzt war ich ein bisschen krank letzten Tag, also ein bisschen Kopfschmerz und müde. Ich habe Tino auch schon ordentlich gescholten dafür, dass er Transmenschen hasst. Ist so, genau. Und ich habe halt auch mit vielen Transpersonen noch geschrieben und gesprochen, habe auch viele Artikel gelesen. Und es gibt eben auch die Transpersonen und queeren Personen, die eben sagen, ey, J.K. Rowling, danke für Harry Potter, jetzt fick dich. Das heißt, sie lesen trotzdem die Bücher, mögen das Universum, spielen die Spiele, aber wollen halt J.K. Rowling jetzt nicht aktiv unterstützen. Und gerade wenn man die Bücher eh schon zu Hause hat, wenn man die Filme auf DVD hat und Hogwarts Legacy hat, da verdienen sie ja eh nicht viel dran, ist es, glaube ich, in Ordnung, das fortzusetzen. Und spätestens, wenn die Frau tot ist, kann man das ja dann eh wieder für sich aneignen. Und ja. Wir können ja einfach so machen, dass wir schicken unsere Armee von Zuhörers los. Mhm. Und sagen, hey, nehmt euch Harry Potter und kopiert die ganzen Seiten, ja, und bindet das dann selber zusammen, macht quasi illegale Rauchkopien von diesen Büchern, dass sie auch nicht mal in den Büchern mehr was verdient. Mhm. Ja. Also springt mal in die Breche, 5 Cent pro Seite, das ist ja nichts, das sind 300 Seiten für den ersten Band oder irgendwie 350 vielleicht, weiß ich nicht. Ihr könnt ja auch doppelt beprinten. So eine Art Mega-Upload können wir vielleicht erfinden, wo alle jeden Content. Nee, ich will es aber analog haben. Ich will das nicht digital. Ich will schon, dass die Leute kopieren gehen. Ach so. Auch nicht die Seiten ausdrucken, sondern ich möchte, dass sie das Buch nehmen, auf den Kopierer drauf, warten. Oh, das habe ich mal gemacht an der Uni damals. Ey, da habe ich auch ein Buch, das war ständig vergriffen und hatte auch schon wieder eine Warteschlange von Leuten, die es haben wollten. Und ich habe es für die Bachelorarbeit gebraucht. Da habe ich es auch wirklich seitenweise kopiert einfach. Jede Seite rausgenommen und abfotografiert. Dann ging der Kopierer nicht mehr. Da habe ich das Buch nach Hause genommen, ausgeliehen und mit meiner Kamera fotografiert, jede Seite. Und auch wieder gelöscht, als ich ihn nicht mehr gebraucht habe. Aber das war schon scheiß anstrengend. Hat keinen Spaß gemacht. Mir ist gerade eingefallen, dass ich vorhin irgendwie so einen Gag gemacht habe, den keiner versteht außer Herodes, und den vergesse ich gerade. Ich komme nicht mehr drauf. Das ist ja, wie Kerstin Ott aussieht. Ah ja, genau, stimmt. Ja. Das war nämlich das nächste Thema, denn... Universal und TikTok sind gerade im Streit miteinander. Universal ist ja ein großes Musiklabel, die ganz viele Künstlerinnen unter Vertrag haben. Hier ist gerade Kerstin Ott als Bild. Ah, sieht aus genau, wie der Herodes. Wie Herodes aussieht, genau, 1:1. und die können sich gerade nicht einigen, weil Universal sagt, ey, TikTok, ihr verdient euch uns viel Geld und euer ganzer Content beruht ja nur auf Musik, unseren großen Teil von uns, weil wir ja viele Künstlerinnen haben. Und wir würden aber unsere Künstlerinnen gerne bezahlen dafür, dass ihr es nutzt. Wo TikTok sagt, ey, im Gegenteil, ihr verdient euch uns richtig viel Geld, wir machen eure Stars groß teilweise, auch unbewusst, ne? Die können ja aktiv nicht steuern, wer jetzt berühmt wird, aber durch diesen Algorithmus und durch die Nutzung der Musik haben die auch schon viele TikTok-Stars und Hits produziert und deswegen braucht ihr uns als TikTok, wo Universal sagte, nee. Wo wäre Kerstin Ott ohne TikTok? Ist so. Und deswegen hat jetzt Universal entschieden oder entscheiden gerade, die Songs von Universal Artists runterzunehmen von TikTok, dass sie nicht mehr genutzt werden dürfen. Und das wäre ein super GAU. Ist mir egal. Okay. Ich wollte jetzt einfach mal die gegenteilige Meinung vertreten, wie vorhin, als wir das schon hatten. Ihr kennt ja meine Rede, ne? Creative Commons, bla bla, soll Internet jeder nutzen können. Bitte erwähnt den Uploader. Wo ich gesagt habe, es gibt Menschen, die leben davon, ne? Und da macht das schon Sinn. Die sollen verhungern. Da macht das schon Sinn, dass sie ein bisschen Geld kriegen für die Musik, die sie hier produzieren, nein, auch für die Videos. Verhungern. Ich hasse die. Aber wie wär's, wer so unerfolgreich ist mit seiner Musik, hat auch nicht verdient, damit Geld zu verdienen. Aber wäre es denn, wenn jetzt jemand zum Beispiel deinen Livestream nimmt, ja, und den nochmal livestreamt quasi, ja, auf YouNow oder woanders, genau, und das ganze Geld einsackt, während du fast nichts bekommst? Gibt zwei Varianten. Pass auf, entweder hat die Person extrem viel Reichweite, mhm, und wie gesagt, ich sage ja mit Creative Commons, also wenn der das macht, steht irgendwo mein Name. Ja. So. Dann hat die Person viel Reichweite und ich bekomme von dieser Reichweite was ab. Oder aber, er hat nicht viel Reichweite und kriegt irgendwie auf diesen Stream dann 10 Zuschauer und dann ist mir scheißegal.
Ja, aber was ist, wenn es eine Person ist, die hat irgendwie schon 1000 Zuschauerinnen und streamt dich jede Woche live, all deine Streams immer live und fährt die ganze Kohle ein und du spürst davon eigentlich überhaupt nichts. Ich spür davon was. Und das ist genau die These, die ich vorhin gesagt habe. Das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, dass Universal, du meintest, dass irgendwie nur 1% vom Einkommen von Universal... 1-10 oder so, irgendwie sowas. Ja, ja, von TikTok generiert wird. Mhm. Aber das können die meiner Meinung nach so nicht rechnen, weil wie viele Leute auf TikTok... Junge Leute, die diese Text Kerstin Ott, Alter, die 15-Jährige wissen nicht, wer Kerstin Ott ist. Doch, na klar. Ach, selbst, nee. Doch, die, das, die hat junge das Fans. Das ist auch schon wieder 10 Jahre her, dass das relevant war, was sie da für Scheiße. Die ist stabil, die ist eine Bank. Ach, was denn ich, wie dem auch sei. Du kannst nicht genau sagen, wie viele von diesen 15-jährigen Drecksfenstern so ein Lied da hören und dann auf Spotify gehen und das dann rauf und runter hören. Das wird dann nicht erfasst. Und das ist ein Werbeeffekt, der nicht zu verachten ist. Und deswegen diese Person, wenn die jeden Tag oder jede Woche 1000 Leute erreicht mit meinen Streams, gibt es da trotzdem Leute, die dann sagen, oh, okay, guck ich mal, hat der Social Media. So. Und dann kommt das trotzdem bei mir an. Und es ist ja, guck mal. Ich gucke. Das ist einfach nur Gier, was du da aussprichst. Das ist deine, ich will eine größere Wohnung, Gier. Ja. Nehmen wir mal an, ja, ja. Ich habe meinen Stream, wie immer, mach das einfach. Mach halt mein Ding, cool, ist alles wie ist. Und jetzt kommt aber dazu noch dieser Typ, der meinen Stream für 1000 Leute streamt. Das meine ich ja nicht, ich meine, dass ja auch die Leute teilweise zieht von dir weg. Wie soll das denn gehen? Der kann ja nicht meinen Stream liver streamen, als er live ist. Aber es doch cooler macht, keine Ahnung. Nein. Also, ganz ehrlich, es ist doch nur ein Bonus, wenn jemand anderes mir Reichweite gibt. Ist vielleicht in deiner Branche schwierig, aber wenn du jetzt... Ich finde genau, dass das Gleiche ist. Ja, weil du aber jetzt zum Beispiel Musik machst, ja? Du bringst jetzt irgendwie jedes Jahr stabil ein Album raus und da kommt irgendwie ein Universal und sagt, hey, ich brauche gar keine Verträge mehr mitmachen mit den Artists. Ich nehme jetzt einfach die Songs, weil die jetzt frei sind, presse davon halt ganz viel CDs und stelle es bei Spotify rein und mache richtig fett Kohle. Und dann bin ich der einzige Katalysator, wo Geld reinkommt und hier die arme, wir nehmen jetzt mal eine andere, die es nicht gibt. Nee, nimm ruhig mich. Den kleinen Robin. Universal verkauft jetzt meine Robin Songs. Deine Musik. Und dann kriegen die entweder kein Geld, weil das kein Schwein mitkriegt oder hört. Oder es kriegen viele Leute mit Universal verdient Geld, aber Leute werden auf mich aufmerksam. Ja, aber nicht nur, also deswegen wollte ich ja nicht nur dich nehmen, weil du bist ja einer, der, du machst ja alles, machst ja Twitch, YouTube, Musik und so. Wenn du nur Musik machen würdest und stellst sie auf deinen Soundcloud hoch, und du machst aber nichts anderes. Ja. Ja. Und dann kommt aber Universal, lädt die alle runter, verkauft die als CD, machen damit Millionen. Ja, aber du kriegst gar nichts. Aber wenn Universal das nicht machen würde, wäre ich in genau der gleichen Situation nur schlechter. Du davon nichts. Natürlich habe ich davon nicht direkt dieses Geld, aber ich kriege trotzdem Exposure als Musiker. Dass Leute dann auf mich aufmerksam werden. Das meine ich. Aber wenn weiterhin Universal CDs vertreibt, weil du dann nur kostenlos hochlädst. Ja, aber die haben ja dann quasi die Macht. Ich finde das, und ich bin Kapitalismusfeind, ja. Aber ich finde das völlig fein, wenn die ihre Reichweite nutzen, mit meinem Dings Geld verdienen und ich dann davon halt Bekanntschaft abkriege. Ja. Weil ich habe nichts dafür getan weiter. Also Was hast du dann davon? Na, die Exposure. Was ist Exposure? Was meinst du denn? Naja, dass Leute auf mich aufschauen. Also, die können ja nur Millionen verdienen, wenn auch Millionen Leute plötzlich meine Musik hören. Ja, aber es bringt doch nichts, wenn du deine Musik nur dann hochlädst bei Soundcloud kostenfrei und die halt damit Geld machen. Und natürlich. Das ist immer das Gleiche bleibt. Es bleibt so, du lädst sie kostenlos. Ich kann doch selber dann Spotify und so. Also nimm mal raus. Warum sollte ich nur bei Soundcloud hochladen? Ich bin bei Spotify, okay? Ja. Hab meine wöchentlichen 50 Zuhörer. Verdiene damit kein Geld. Ja. So. Jetzt kommt Universal. Verdient sich einen goldenen Arsch damit. Ja. Ja. Millionen. Denkst du, ich habe dann immer noch nur diese 50 Zuhörer auf Spotify? Kann dann sich dann verdrängen, wenn sie dann deinen Namen einfach nehmen und machen das vor dir. Nee, ja, oder vermarkten dich als irgendwie. Nee, das können sie ja nicht. Kroppe Naseweiß. Das können sie ja nicht einfach machen. Das weiß ich nicht. So wenn die Musik frei ist. Es geht nur darum, entweder habe ich alleine meine 50 Zuhörer in der Woche bei. Ich schreibe ganz groß Naseweiß drauf und ganz klein, übrigens, ich Robin aus der Rafu, bekaufen das Millionenfach. Das ist ja was anderes. So läuft Creative Commons Lizenz nicht. Das ist ja nicht rechtlich abgedeckt, was du ja erzählst. Ich habe entweder meine 50 Zuhörer nur so, oder ich habe meine 50 Zuhörer und dieses ist, ja, aber es nimmt mir ja nichts weg. So, und deswegen finde ich das völlig fein. Ich finde es aber nicht gerecht, wenn das so wäre. Ich finde es völlig fein. Und ich bin der größte Hört ihr Universal? Kapitalismus. Robins Musik ist frei. Ja,
Die ist Creative Commons Lizenz. Okay. Es ist so, die kann jeder nehmen, bei sich hochladen und wenn ihr damit plötzlich Millionen Views macht, dann gönnt euch das Geld. Aber ihr müsst halt erwähnen, dass das nicht euer Scheiß-Song ist, sondern den Original-Uploader. Ja. Und der bin ich. Da bin ich anderer Meinung. Ich finde es nicht in Ordnung. Aber ich finde es schön, dass wir die Diskussion nochmal ausgeweitet haben. Ja, finde ich auch gut. Weil ich finde wirklich, das ist für mich so ein No-Brainer, weil wenn das ganze Internet so funktionieren würde. Ja, tut's aber nicht. Ja. Das ist scheiße. Ganz schwierig. Auch alleine weißt du, wie viele von meinen Instagram-Videos jetzt schon wieder runtergenommen werden wegen Copyright und bla. Geht mir auf den Sack. Ja, aber bei Filmen ist es ja auch nicht so einfach machbar. Wenn du irgendwie für eine Million einen Film produzierst, wird er irgendwie online geleakt, dann gucken alle das halt kostenfrei, dass du als Filmstudio irgendwie nichts davon. Ja, ne? Leak ist ja nochmal was anderes, dann ist ja noch nicht öffentlich. Ja, aber Leak ist ja quasi die illegale Variante von Creative Commons, dass man halt sagt, ich kann es einfach irgendwo hinstellen, kostenfrei, wo es eigentlich Geld kostet. Ja, aber das ist ja auch nochmal was anderes. Also ich habe ja meine Songs stelle ich ja nicht kostenpflichtig online und meine Videos auch nicht, die Free Creative. Weil andere machen das ja vielleicht. Und um die geht's mir. Bei einem Kinofilm, wo man ein Ticket erstmal kauft, das ist ja was anderes. Ja, aber um die geht's mir. Es geht mir um die Menschen, die ihre Musik schon kostenpflichtig hochladen, damit Geld verdienen wollen. Die machen einfach ihr kleines Geschäftchen. Da kommt Universal und verkauft das. Wer macht das denn? Bei Spotify ist da Musik hinter einer Paywall versteckt. Nee, aber es war doch bei Napster damals zum Beispiel so, dass Metallica und so dann geklagt haben gegen Napster, weil ja, Napster. Metallica sind seitdem verhasst in der Szene, weil das solche Noobs sind. Na, die sind ja verdienen Millionen und machen hier Napster so ein Skandal-Ding draus. Nee, aber es geht ja nicht nur um die Großen, es geht auch um die Kleineren, die nichts verdienen durch ihre Musik und die. Wenn du musst ins Studio gehen und ganz teure Musik aufnehmen. Und das habe ich dir eben erklärt mit meinen 50 hier und dann. Cross-Promo. Ja, es funktioniert aber glaube ich, auch nicht so einfach. Ich verstehe absolut, dass du das ungerecht findest, dass ich mit meinen 50 Zuschauern von diesem Universal-Ding nichts abbekomme. Ja? Ja. Aber ich habe trotzdem nichts Negatives davon. Das ist mein Punkt. Es ist nur positiv für mich. Auch wenn ich da nichts abbekomme, ist natürlich ungerecht aus deiner Sicht. Genau. Ja. Aber ich habe trotzdem einen Mehrwert davon. Es ist besser, als wenn das nicht wäre. Ich glaube halt, dauerhaft funktioniert das nicht. Wenn diese großen Firmen das nur machen und drauf scheißen, also sich random irgendwelche kleinen Künstlerinnen da nehmen und das auf CDs pressen und das verkaufen würden. CDs ist jetzt ein doofes Beispiel in der heutigen Zeit. Ich glaube, verkaufen, ja, das ist halt auch nicht das beste Beispiel, weil Creative Commons Lizenz erlaubt, glaube ich, nicht, dass du das Fremdwerk verkaufst, sondern dass du es halt. Also, das ist nur kostenfrei jetzt, meinst du? Nur. Das ist wieder eine andere Diskussion vielleicht, weiß ich nicht. Aber du kannst es trotzdem, also. Wenn du zum Beispiel ein YouTube-Video hochlädst und dann Werbeeinnahmen hast, verkaufst du ja das Video nicht, aber du kriegst trotzdem Geld damit. Genau. Also du kannst trotzdem daran Geld verdienen, klar. Ach nee, das sehe ich dann auch anders. Wenn du als Künstler oder Künstlerin deine Werke eh kostenlos zur Verfügung stellst und es wird verbreitet, keine Frage, das sehe ich ja auch so. Aber mir geht es ja um diejenigen, die halt kaufmännisch aktiv sind und sagen, wie Kerstin Ott zum Beispiel. Ja, aber Kerstin Ott hat doch auch ihre ganze Diskografie auf Spotify und das kann jeder hören, ohne Geld zu bezahlen. Das meine ich. Naja, indirekt. Wieso? Ja, es gibt ja Premium, Spotify Premium. Ja, das heißt halt, das ist halt ein Abo-Modell, das ist ja völlig klar. Wir reden ja hier davon, dass aber halt. Kann auch mit Spotify gratis das hören, oder nicht? Wahrscheinlich dann nicht aussuchen, welche Reihenfolge oder so. Genau, und du musst Werbung hören, da wird es wieder refinanziert. Aber da geht es ja um TikTok, die ja aktiv deine Kunst nutzt, um Geld zu verdienen. Darum geht es ja, und du davon nichts abhast. Das ist aber, also da ist das nichts anderes als bei YouTube. Also verdiene ja auch nur mit Werbung dann. Geld. Ja, aber wenn TikTok jetzt eine freie Plattform wäre, wo niemand Geld bekommt, auch TikTok selber nicht, wenn das alles nur wie ehrenamtlich wäre, wäre es auch wieder kein Problem. Vor allem finde ich das noch dümmer, weil bei TikTok hast du nun wirklich immer nur so ganz kurze Ausschnitte von diesen Songs. Bei YouTube kannst du halt ein Edit machen mit dem kompletten Song. Da würde ich es noch eher verstehen, wenn Leute sagen, ey, kannst nicht einfach den Song verwenden. Mhm. Und ich sage, fuck off, ich habe Mehrwert geschafft. Ich habe hier ein Edit auf diesen Song gemacht und habe den Song elevated mit meinem Edit und habe mein Edit elevated mit dem Song. Das ist eine wechselseitige, geile Wirkung. Und ich habe ein neues Produkt geschaffen oder Content oder was auch immer. Das ist geil. Mhm. Aber hier, dass sie so ein Fass aufmachen, ich finde es witzig, dass wir so lange über so eine kleine Meldung reden. Relativ. Die ist gar nicht so klein. TikTok, die ist schon groß, ja. TikTok ist groß, aber... Wir sind 10 heute, Leute. Bei TikTok, da ist ja wirklich nur 10 Sekunden und dann ist der Song vorbei und da machen die jetzt ein Fass auf. Na, trotz allem. Es ist ja klar. Nicht so, dass jemand irgendwie dann den Song da illegal runterladen kann. Ja, du hörst doch bei jedem TikTok, wenn du hochscrollst, ständig Musik von irgendwelchen Universal Artists. Aber immer nur kurze Ausschnitte. So. Ja, aber es läuft ja die ganze Zeit. Also ohne Musik TikToks ist ja ganz selten geworden. Hm. Jetzt kannst du hier wieder überleiten zu deinem GEZ-Hass. Ja, jetzt kann ich zu meinem GEZ-Hass überleiten, denn wir haben natürlich diese Woche noch große Meldung gehabt. T-Online hat berichtet über die Gehälter von
Markus Lanz, Horst Lichter und wie sie alle heißen. Andrea Kiewel. Ja, da haben wir auch lange geredet, warum die denn noch nicht mehr Geld verdient. Liegt es an ihrer Vagina oder liegt es daran, dass sich keiner interessiert für den scheiß Fernsehgarten? Das ist ja kein Widerspruch. Es ist ja oftmals so, dass ja auch Frauen oftmals nicht in die Position kommen. Markus Lanz 1,9 Millionen Euro, Horst Lichter 1,7 Millionen Euro, Oliver Welke 1,1 Millionen Euro, Jan Böhmermann 682 Millionen, dann haben wir noch Johannes B. Kerner 630.000, Maybrit Illner 480.000, dann haben wir hier deine Kiwi mit 400.000 und interessant noch MyLab ehemals, die jetzt ins Fernsehen gewechselt ist, verdient auch saftige 349.000 Euro pro Jahr. Ist gar nicht schlecht, ne? Ja, dafür, dass sie einmal hier so eine halbstündige Sendung macht oder was macht die mittlerweile? Da habe ich ganz kurz darauf hingewiesen, ne, dass ja die ersten 5 wieder Männer sind und danach kommen erst so die ersten Frauen. Ist auch wieder eine Aussage, klar, es hat verschiedene auch Ursachen und so und da spielen Punkte rein, aber es zieht sich halt durch die ganze Gesellschaft durch, ne, dass da, wo Erfolg und Geld ist, sind halt Männer an der Spitze. Ja, die Leute, die ziehen, verdienen mehr Geld, das finde ich in so einer Sache auch sinnvoll, definitiv. Ich finde trotzdem, dass es bei allen zu viel ist, habe ich ja auch gesagt, aber dass Markus Lanz mehr Geld verdient als Maybrit Illner, finde ich völlig in Ordnung. Der macht jeden Abend eine Sendung und zieht halt ein Millionenpublikum auch. Na, Illner vielleicht auch, der macht auch ständig Sendungen und so. Ja, aber zieht wahrscheinlich weniger. Und Welke macht ja auch nur einmal die Woche eine Sendung. Also aber die ist schon auch eine der meistgesehenen Sendungen, würde ich sagen. Kann man sagen, von daher, also wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, wer zieht denn in Deutschland hier, wie heißt sie hier, Andrea Berg der Neuzeit? Atemlos, Helene Fischer. Wenn die jetzt plötzlich Moderatorin bei Rundfunkgebühr wird, ja, dann würde ich auch verstehen, wenn die dann mehr verdient als Markus Lanz, weil die halt einfach so ein Star ist, der Leute zieht. So. Ja. Aber dann habe ich auch gesagt, fucking Beitragsservice, ihr habt überhaupt nicht die Aufgabe, hier den besten Moderatoren da zu haben, scheißt die alle raus oder gebt denen weniger Geld, dann wechseln die vielleicht ins Privatfernsehen, verdienen sich da einen goldenen Arsch noch mehr. Aber wir brauchen halt nicht irgendwelche A-Lister-Moderatoren. Wir brauchen Leute, die den Job erfüllen, aber nicht Leute, die irgendwie die Leute ziehen. Ich sehe es ähnlich, dass diese Gehälter, also wenn die stimmen sollten, ne, es ist auch nicht zu 100% überliefert, aber das ist halt viel zu vieles. Also ich würde sagen, so zwischen Zarella und hier Kiebel, so wenn sie eine 400.000 Euro bekommen im Jahr, bin ich okay damit. Weil ja trotzdem bist du eine prominente Person, du bist ein Profi, du hast Verantwortung, es ist nicht ohne so eine Millionen Zuschauenden-Sendung zu moderieren. Deswegen finde ich ein gewisses Gehalt schon in Ordnung, ne? Dass jetzt nicht mehr mit 1.000 Euro die Folge abgespeist werden. Horst Lichter ist ja auch komplett klar. Raus mit seinem Drecks Bares für Rares, Alter. 1,7 Millionen Euro pro Jahr. Raus nicht, aber auch weniger. Und es ist auch keiner. Und es sind ja auch nicht nur die 2 Stunden Moderation, die sie da die Woche haben. Ne? Sie haben ja auch Vorbereitungen, Redaktionssitzungen und so. Es ist ja alles nicht glaubst du, die haben eine 40-Stunden-Woche? Ich würde sogar sagen, mehr tatsächlich. Ich glaube, dass solche Leute kommt drauf ganz schön ackern. Ja, kommt drauf an, was man dazu zählt. Aber ich glaube, da ist halt viel so, oh ja, wir gehen hier auf so eine Abendveranstaltung und wir haben so Geschäftsessen und so ein Scheiß, ist da viel dabei. Vielleicht auch. Ich glaube, mit Vorbereitung und Senden, ich weiß nicht, ob das da auf 40 Stunden kommt. Aber ich kenne ja auch selber so Redakteure im Fernsehen und bei Zeitungen und so. Das ist schon nicht ohne die Medienbranche. Also da geht es nicht... gibt es keinen Arbeitszeitnachweis, der korrekt ist. Also bei Lanz glaube ich auf jeden Fall, dass der mehr als 40 Stunden hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber Horst Lichter, Alter, was macht der denn? Weiß ich auch nicht so genau, was der macht. Ich bin auch nicht tief drin. Also ich gehe mit, dass die weniger bekommen sollten und so. Das ist alles viel zu viel. Auch Tatort kann ein bisschen weniger produziert werden. Traumschiff und so. Oder welche Volksmusiksendungen, die können gerne reduziert werden. Nicht abgeschafft, aber reduziert werden. Und wirklich ein bisschen mehr auch für junge Leute machen. Ich weiß, es gibt Funk und es gibt noch auch Jugendangebote. Aber ich rede jetzt von den beiden Hauptkanälen, ARD, ZDF. Die können ruhig ein bisschen mehr Jugend vertragen und ein bisschen mehr Popmusik, Rockmusik und so. Weil so ist es ja kein Wunder, dass dort die alten Leute einschalten. Ja, wir hatten es auch noch mit, warum müssen die überhaupt so... die Leute ziehen überhaupt, ne? Genau. Warum müssen die überhaupt einschalten? Die brauchen, unbedingt. Ich glaube, es gibt auch da wie ein Argument. So ein bisschen Quote muss schon sein, weil sonst es muss sich auch irgendwie lohnen, dass sie da Geld reinstecken, ne? Und sie machen ja auch Werbung, die sie auch schalten. Das heißt, es ist auch nicht alles nur gebührenfinanziert. Aber es muss auf jeden Fall einiges passieren. Aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist sehr, sehr wichtig. Es muss ihn geben. Ja, für 5 Euro bin ich dabei. Man kann über sowas reden, über solche Sachen, ne? Wie viel es kosten soll und so. Aber ich finde, dass es wichtig ist. Was auch wichtig ist, ist Bahn und Bus.
Aber am 2. Februar war großer Streik. Mhm. Und Tino, was haben wir gelernt? Was ist das Schlimmste? Oder nee, warum wurde dieser Streik gemacht? Warum wurde dieser bundesweite und vor allem auch weimarweite Streik? Warum sind die Busse nicht gefahren? Um MCM zu schützen, ganz einfach. Um MCM zu schützen. MCM ist Lochbruder mit einem gewissen Assmann. So will es der Gossip in Weimar. Und die hatten Sex mit der gleichen Frau und deswegen soll das jetzt per Prügel und Raufhändel ausgetragen werden am großen Stuhl an der Universität. Und die Busse fahren am aber Lehrstuhl, nicht. Ja. Genau, die Busse fahren nicht und deswegen hat MCM dieses Event abgesagt. Weil er nicht aus seinem Dorf rauskam. Ja. Das ist auch so primitiv, oder? Das ist doch so richtig irgendwie testosterongesteuerter Scheiß. Irgendwie irgendwelche Primaten, die sich irgendwie um ihre Frauen kämpfen. Aber ich muss MCM an dieser Stelle einmal ganz kurz in Schutz nehmen. Ich weiß gar nicht, ob dieses Prügeln von ihm ausging oder ob er einfach vom Klären gesprochen hat. Schon dahin gehen. Ja, natürlich, absolut, gehe ich mit, aber... MCM ist wirklich eigentlich der Letzte, der irgendwie losgeht und Leute verprügelt. Da ist es wirklich nicht seine Welt und deswegen möchte ich das hier nicht so stehen haben. Ich glaube eher, dass der andere prügeln will und MCM will halt klären. Aber, ja. Ja, ist alles irgendwie weird. Ey, ich kann es verstehen, wenn irgendwer von denen mit ihr in einer Beziehung war und da gab es irgendwie eine Fremdgeht-Thematik. Aber wenn die einfach nur zufällig mit der gleichen Person gebumst hat. Es ist schon ist ein bisschen kompliziert. Grow up, Leute, erwachsen werden. Es war ja auch nur, es soll jetzt auch gar nicht um MCN gehen, ich wollte ja einfach nur mal ansprechen, dass die Busse nicht gefahren sind. So, die ganze deutsche Infrastruktur bricht einfach zusammen. Ich habe es nicht gemerkt, weil ich war jetzt zu Hause, weil ich Migräne hatte. Deswegen habe ich den Streit nicht ganz mitbekommen, irgendwas fiel gerade runter. Ich habe es halt im Stream gemerkt, weil die Leute gesagt haben, MCM sagt das Event ab. Also ich hätte einen Termin gehabt in Erfurt, der aber abgesagt wurde wegen des Streiks. Ich dachte, ist gar nicht schlecht, da kann ich wenigstens jetzt zu Hause chillen und mich ausmigränen und baden und Hogwarts Legacy spielen. Aber es kam auf jeden Fall mit. Ja, dann haben wir noch einen Nekrolog. Oh, Carl Weathers ist gestorben. Ach, der Schauspieler, ne? Habe ich ja auch gesehen, ja. Rocky und Predator zum Beispiel und Mandalorian zuletzt. Happy Gilmore habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. War 76. Ich finde, so ab 80 ist diese magische Grenze, wo man sagt, 79 ist doch kein Alter. Und ja, mal ab 80 ist dann irgendwie so, ja, pff, ist okay. Normal. Also ich kannte ihn jetzt auch nur so vom Hörensagen irgendwie, eine Form von seinem Namen manchmal lesen. Er hat mich jetzt nicht geprägt. Aber trotzdem, rest in peace, altes Haus. Ja, schön, also zumindest schlimm. In Predator hat er mir viel Spaß gemacht. Aber sonst habe ich jetzt auch nicht so die große Verbindung. Aber war schon ein großes Thema für die Leute im Internet. Was auch ein großes Thema war für die Leute im Internet, ich habe das Bild jetzt nicht mehr, aber, oder warte, hier müsste es, glaube ich, noch sein. Nee. Egal. Ach doch, hier. Okay. Da, das Ku Klux Klan-Bild. Ja. Ein Top-Post diese Woche bei Mightily Interesting, also Top-Post im ganzen Reddit diese Woche. Ein Enkel hat gesagt, hier, mein Großvater musste mal den Ku Klux Klan beschützen. Als sie so eine Rallye hatten, musste sein schwarzer Großvater Wache stehen, damit keiner dem Ku Klux Klan was Böses tut. Ja, davor steht, ne? Aber klar, ich kann es nachvollziehen, dass es scheiße ist, aber das Thema gibt es ja auch jetzt bei irgendwelchen Nazi-Demos, ne? Dass dann den Bullen immer vorgeworfen wird, ihr schützt ja die Faschos und so. Was ja auch stimmt, wo ich sagen muss, ja, gut, die können gerade nichts dafür, die müssen das gerade machen, das ist gerade ihr Job. Auf der anderen Seite hast du ja auch dafür entschieden, diesen Job zu machen und auch Leute zu beschützen, die Arschlöcher sind. Und wer das nicht will, ja, wer auch die Unterauswüchse der Demokratie nicht verteidigen will, sollte einfach kein Bulle werden. Ganz einfach. Also man sieht hier so ein Bild von einem farbigen Menschen, der irgendwie ein bisschen bockig guckt. Im Hintergrund steht halt der Clan mit seinen ganzen Fahnen. Aber ich verstehe nicht, was der hat. Also die Bahnschaffner zum 9-Euro-Ticket, die wären dankbar für so einen Job gewesen. Wahrscheinlich, das stimmt. Aber nur dastehen mit dem Rücken zu den Faschos. Mal gucken, vielleicht geht's bald wieder in diese Richtung in Amerika. Es bleibt weiterhin spannend. Mal gucken, können wir auch sagen, bald zu einem Kinofilm über Amy Winehouse. Ja. Die bekommt ihr erstes Biopic. Nee, läuft noch. Da hat Tino das Mikrofon berührt, ich krieg direkt Puls. Ganz kurz, genau. Und zwar kommt ein Film mit dem Namen Back to Black. Also quasi abgewandelt von dem AC/DC-Klassiker Back to Black. Warum heißt der bei Amy Winehouse nicht Back to Crack? War ja auch so am Ende letztendlich, ne? Mhm. Jedenfalls am 18.04. wird er in die Kinos kommen und ich werde mir angucken, weil ich mochte ihre Musik sehr gerne, auch ihr Leben ist spannend und ich werde mir angucken. Ja, der Film wird wahrscheinlich ja nicht so lang, ne? Ja, wie alt ist sie geworden? 27? Ja. Wird kurz werden, ja. Mhm. Eine Stunde kriegen sie schon raus. Dann Happy Birthday an Playmobil, die sind 50 Jahre alt geworden, diese Plastikmaschine.
Und es wurden laut Tagesschau 3,3 Milliarden Playmobil-Figuren hergestellt in den letzten 50 Jahren. Alter, das ist schon viel. Das ganze Plastik, was auch nie abgebaut wird. Das ist ein gutes Stichwort, weil überleg mal, wie viel 3,8 Milliarden ist. Schon viel, ne? Das ist viel, ja. So, weißt du, was diese Woche passiert ist? Nee. Microsoft hat jetzt einen Wert von 3 Billionen. Stell dir diese Zahl mal vor. Das ist aber nicht Billion, ne? Das ist wieder was anderes, ne? Nee, es sind wirklich Billionen. Das ist viel. Das ist viel. Ja. Zerschlagen. Den Drecksverein. Ja, würde ich mitgehen. Ich finde, Unternehmen müssen nicht so groß sein. Ich finde, ab einer gewissen Größe können die Unternehmen auch mal sagen, wir geben mal ein bisschen was ab und deexpandieren. Nein, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an dieses tolle Goal auf zur 4. Aber hattest du Playmobil? Also hast du das gespielt? Oder warst du eher so der Lego-Mensch? Ich hatte ein bisschen Playmobil tatsächlich, aber ich fand eigentlich beides gar nicht so geil, muss ich sagen. Also ich war Lego-Kind. Ganz viel Lego. Playmobil vielleicht so, also 2 Sets oder 3 Sets, also auch ganz wenig. Aber Lego war das Geilste. Und es gibt auch glaube ich, sogar Studien oder so oder Vermutungen, ich weiß nicht ganz genau. Es gab immer so ein Bild, was geteilt worden ist, dass wohl Menschen oder Kinder, die Lego spielen, im Erwachsenenalter kreativer werden. Das haben sie euch eingeredet. Kann sein. Mag sein. Wer auch kreativ war, war die Werbesetzung bei NTV. Da habe ich nämlich eine Nachricht reinbekommen, russischer Aufklärungsflieger vor Rügen entdeckt, generell, was diese Woche schon wieder aufgeklärt und vernichtet wurde. Ja. Also teilweise wurden US-Militärs sogar erschossen oder sind als Casualties beim Bombenanschlag irgendwie gestorben. Kommen wir gleich mal zu. Also 3 oder 4 sind gestorben. Genau, ich, ja. Und dann soll retaliated werden, es wird wieder ganz wild, aber lass uns nicht über diesen Mittleren Osten da reden, das ist ja schon wieder sowas von dumm alles. Wie dem auch sei, russischer Aufklärungsflieger vor Rügen entdeckt und darüber die Werbung Bomberjacke. Passend. Hallo. Timo, hi. Für 3 Euro kriegst du eine Bomberjacke. Das ist doch mal geil. Nicht bei Wish, bei Temur. Temur, achso. Temur ist ein guter Song von Shakira. Ah. Ja. Nee, Timo heißt er, glaube ich. Tiamo. Nee, nicht ganz. Wie dem auch sei, fand ich sehr witzig. Die gute Bomberjacke, die hatte der russische Aufklärungsflieger wahrscheinlich auch an. Und dann habe ich im Zuge dessen die Gelegenheit genutzt, um negativ über diese Dreckseite zu reden. Über aber dieses so neue billig. Wish. Das ist auch übertrieben billig. Also 3,04 Euro für eine Bomberjacke. Da müssen die wirklich irgendwie Steuerflucht begehen und so. Ja, aber naja, das ist ja für neue App-User. Weißt du, die hauen die Bomberjacken raus. Für die Leute, die sich neu registrieren. Und dann machen die in the long run. Ja, aber ist der wirklich so ein... Man sagt, Daten ist ja heute die neue Währung im Internet, ne? Aber ist denn echt meine E-Mail-Adresse so viel wert? Nee, du bist ja dann in Zukunft zahlender Kunde. Na, oder auch nicht. Ich hole mir die App, registriere mich, hole mir die Jacke und das macht ja nicht jeder so. Das macht dann, keine Ahnung, 50% machen das nicht, sondern denken dann, oh, guck mal, hier ist ja doch noch was. Wird investiert. Ja, klar. Das kann schon sein. Auf jeden Fall. Aber ich möchte trotzdem nochmal diese Drecksplattform haten. Dieses widerliche Shopping like a Billionaire ist genau, ne? Hatten wir vorhin schon. Deine Denke? Ach so, weil es so billig ist, man sich so viel leisten kann wie ein Billionär. Ja, aber also ich hasse diese Werbekampagne, Alter. Shopping like a Billionaire. Wenn ich das höre, das rollen sich mir die Fußnägel hoch. Ich habe die ein halbes Jahr nur bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich habe jedes Mal geflucht, weil vielleicht war es deswegen, aber... Ich bekomme gerade Lieferando ganz viel. Lieferando. Ja, auch. Naja. Auf die freue ich mich immer so ein bisschen. Ich finde den Song cool. Achso, nee, ich bin ja im falschen Ordner. Jedenfalls. Worauf ich mich auch sehr freue, ist WWE 2K24. Ja. Wurde angekündigt. Am 8. März kommt schon das neue Wrestling-Spiel für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC tatsächlich. Und man kann zum ersten Mal in der ganzen Wrestling-Spiellaufbahn Referees erstellen. Erstellen? Ich dachte Boxen. Das kann man schon immer. Oh nee, ja, danach bitte. Oh, bitte. Doch, das ist ekelhaft. Sorry. Du kannst Referees erstellen, was ich immer schon machen wollte, weil die hatten immer irgendwelche generierten, die es überhaupt nicht gibt, Referees. Außer, glaube ich, in ein, zwei Spielen gab es mal Earl Hebner, glaube ich. Aber sonst immer irgendwelche fiktiven Referees. Aber gibt es da beliebte? Zum ersten Mal, ja, klar, gibt es welche. Und die kannst du jetzt quasi, es gibt welche, die kannst du jetzt erstellen. Und aber auch, es gibt auch vorgefertigte, echte Referees, die du aus den TV-Shows kennst. Ich kenne nur Rossetti von der WM 2006. Kenne ich jetzt nicht.
Aber ist das nicht geil? Ich fand diesen Sprung cool. Erst gab es gar keine Referees, dann gab es den ersten Referee. Dann haben sie auch Kommentatoren eingefügt, auch, dass man die auch sehen konnte. Und ich bin erst dann zufrieden oder glücklich, wenn auch außenrum die ganzen Kameraleute stehen in den Wrestling-Spielen, die da auch umbauen. Aber auch, die müssen alle auch Namensschilder haben, ist wichtig. Das nicht, aber wenn die jetzt irgendwie so Kameras haben und Kabelträger laufen da rum, das wäre cool. Hm. Sogar der Ring-Announcer, der sitzt immer außen dran auf dem Stuhl inzwischen. Das ist schon cool, das macht es realistischer. Wenn das noch kommt, dass die Kameraleute rundherum stehen und rumhüpfen, dann bin ich zufrieden. Ich bin jetzt schon zufrieden, denn ich habe eine neue tolle Influencerin gefunden, die ihren Muff die ganze Zeit. Also wir haben hier so ein Video. I just love a good roast beef sandwich, especially Arby's. What I love, oh my god. So, also jedes Mal filmt sie sich selbst. Do you know what I love? Weißt du, was ich liebe? Oh, mein Handy fällt runter und huch, man sieht ihren Schritt, wo sie dann nichts anhat, ja, bis auf ihr Höschen. Und also guckt selber nach. Viel Spaß mit Skyreels X5. Außenreporter Waxel hat sich in die Bresche geworfen und opfert sich, guckt sich für uns solche Videos an. Ich scroll hier durch, es ist wirklich alles ist das Gleiche. Es 100 Videos auf Instagram, wie sie einfach nur in die Kamera lächelt, irgendwie sagt, oh, ich mag Roast Beef, dann hochrutscht mir meine Kamera in den Slip rein und dann wieder, ach. Es ist immer das Gleiche. Es ist wirklich immer das Gleiche, Alter. Ich finde es auch zu viel. Ich finde es einfach eklig. Also ich bin ja jemand, ich finde es ja in Ordnung, dass man irgendwie Onlyfans macht und so und sich freizügig zeigt, das ist ja cool. Aber das ist so in die Fresse einfach ihre Körpermitte da mit ihren Slip, das ist so eklig und unangekündigt, das will man überhaupt nicht sehen, sowas. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, aber ich finde, wer da folgt und jeden Tag das Gleiche sich anguckt, tut mir leid, das ist einfach so fucking lost. Ich finde es contentmäßig übergriffig, ich finde das nicht in Ordnung. Wenn ich nach Pornos suche, dann go for it, Frau hier, mach dein Geld mit deinen komischen Anspielungen da. Aber wenn du ein Instagram-Reel hochlädst, erstmal harmlos aussieht, dann musst du dann ihren Schritt hier angucken, das willst du vielleicht überhaupt nicht, ich finde das einfach eklig. Ich hoffe, das macht man, Mann. Das finde ich auch eklig. Das ist doch egal. Es ist einfach nur, ohne zu fragen. Ein brüdes Stück. Ja. Ich bin nicht brüdig. Im Gegenteil. Ich finde das einfach nicht in Ordnung. Ich finde, man sollte sowas auch ankündigen vorher wenigstens. Ja, aber also ganz ehrlich. Wenn man durch Instagram scrollt, ich zum Beispiel habe ja da nur Skate-Content, aber da scrollt man mal durch und sieht dann plötzlich auch mal einen gebrochenen Arm. So, der kommt halt auch unangekündigt. So. Ja, ist auch das, scheiße, das, ja. Naja, das muss eine Demokratie aushalten können. Von mir aus, aber ich kann auch die Meinung haben, zu sagen, ich finde es einfach übergriffig und eklig und will halt nicht sehen, wie der Frau jeden Tag dreimal ihr Handy in einen Schritt reinfällt, aus Versehen und auch so scheinheilig tut. Finde ich nicht richtig. Unehrlicher Content. Schade. Ist kein Handwerk. Konnte ich dich nicht für begeistern. Ist kein Handwerk. Tut mir leid. China reportet, dass eine Frau mit zwei verschiedenen Arten von der Vogelgrippe gestorben ist. Was, die prallt damit, die Frau? Ja. Nein, aber cool. Ach, wir hatten noch hier, wie heißt das? Eine Mischung aus Last One Laughing, Seven vs. Wild und Naked Attraction kommt jetzt raus bei dir, Max. Ja. Nämlich Naked Survival, Last One... Läuft noch, keine Angst. Ja. Last One Standing. Das heißt, man schickt quasi jetzt... Wie viel sind's? 12 Outdoor Cracks, werden sie genannt, nackt in die Wildnis und sollen da quasi ausgeschieden werden. Nicht. Ich hoffe, man sieht, wie da ausgeschieden wird, wenn die nackt sind. Das wäre super. Ja... Werde ich mir nicht angucken, aber schön. Dafür, dass wir nicht so lange machen wollen, sind wir jetzt schon bei einer Stunde, Tino. Echt krass. Mhm. Ja, wie im Flug. Ist so. Time flies when you have Holocaust. Aber würdest du, also haben wir auch schon geklärt, ne? Du würdest auch ins Dschungelcamp gehen, wenn's cool ja, ist. Ja, ne? Würde. Und da habe ich gesagt, ich habe einen Vorteil, weil ich nichts schmecke. Ich bin ein Übermensch da drin. Jetzt habe ich aber genug Nazi-Vokabular hier bedient. Wollen wir es mal versuchen, dich ins Dschungelcamp zu bringen nächstes Jahr? Ja, du schickst mir jetzt deine ganzen Spam-Anfragen rein, habe ich gehört. Gerne. Was geht man der Woche, Tino? Also ich finde diese TikTok-Sache schon groß, aber... Siehst du das eigentlich, wenn ich hier so mein Handy entsperre, dann kriege ich so kleine Pentagramme. Das ist cool. Das mag ich. Nee, es ist nicht so krass die Woche gewesen, finde ich. Aber Kojima macht ein Spiel mit Udo Kier. Da finde ich es echt wichtiger, dass Universal seine Songs aus TikTok rauszieht. Das ist, finde ich, schon einen großen Impact. Also ich gebe der Woche nichts. Nee. Da ist nichts zu holen. Ja, The Rock ist zurück. Hier,
da passieren Dinge. Biden sagt heimlich, dass Trump ein sick fuck ist, auch krass. Und US-Troops sind gestorben beim Drohnenangriff. Und Syrien und Irak haben 85 strategisch wichtige Ziele abgeschossen bekommen von den Amerikanern. Also da brodelt es schon wieder. Aber das interessiert uns alles nicht. Das war eine blöde Woche. Außerdem dieses Mittlerer Osten, Persischer Golf, Kriegsgedöns, da können sich auch langsam mal eine neue Platte auflegen. Das wird langweilig. Ich werfe jetzt eine 1 in den Raum. Ich bin okay mit einer 1. Ja? Ich finde, ich sage 1,5 für die State of Play. Von mir aus. Weil Dragon's Dogma 2. Super geil. Also 1,5 die Woche. Ja. Deswegen. Kauft euch alle Dragon's Dogma 2. Banger-Spiel. Hast du einen Song für die Playlist? Ja. Thin Ice. Ich werde nochmal Cobra Man reinballern, weil es einfach so geil ist. Was? Cobra Man? Ja. Habe ich letzte Woche schon. Cobra Man, Thin Ice, dünnes Eis. Ist einfach nur so geil. Ist nicht mal in den Top-Listen. Nee. Das ist Thin ein Heimtipp. Cobra Man, hier. Kommt rein. Ich muss sagen... Ich bin halt nicht so übersättigt dran, weil ich nicht mehr so einen Stranger Things-Scheiß reinziehe. Aber 80er Jahre inspirierte Mucke ist einfach geil und Cobra Man ist mega. In die Playlist Brennholz unter Musik auf Spotify, die ihr gerne hören könnt. Ich habe einen Song entdeckt, nämlich Queer Ass in Fuck You von Dog Park Dissidents. Finde ich sehr witzig, ein bisschen Punk in die Playlist, kann nicht schaden. Viel Spaß mit Brennholz unter Musik bei Spotify. Ja, cool. Dann würde ich sagen, war's das. Wascht euch und holt euch alle Dragon's Dogma 2, wenn es am 22. März erscheint. Mhm. Am gleichen Tag wie Rise of the Ronin oder ich weiß gerade gar nicht. Irgendein anderes Spiel kommt da auch raus. Rotzenhohl sind die. Kauft euch das alles, damit das nämlich ein neues Elden Ring wird. Und das wird so beinhart, Alter, Tino. Das wird so geil. Das wird so geil. Es gibt kein manuelles Speichern, ja. Du bist darauf angewiesen, du kannst auch nicht neu laden und dann rumfuchsen. Das wird so ein richtiges Hardcore-Game. Es ist nachts dunkel, es ist so geil. Ja, du hast keine Questmarker. Du musst dich auf das verlassen, was die NPCs dir sagen. Es ist so geil. Also es wird richtig beinhart. Einfach nur schwer. Ja, na, und halt realistisch irgendwo. Und fair, also unfair nicht. Also, es wird so geil. Ich hab richtig Bock. Und geht mal demonstrieren, liebe Leute, gerade ist irgendwie hier der Faschismus wieder am Aufdampfen, macht mal was dagegen, geht wählen auch dann, wenn es soweit ist. Stellt euch vor, es ist Faschismus und keiner geht hin. Das ist schön, mit dem Wort können wir abschließen. Gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ich kann ja euer Mikrofon bedienen. Das läuft.